Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Neuigkeiten-Video. Da im Hintergrund seht ihr eine Maschine, die ich mir gekauft habe. Und die Leute, die mir wirklich schon lange folgen, wissen, dass damit alles angefangen hat. Also damit hat alles, was ich hier mit Holz mache, quasi angefangen. Darüber werde ich gleich noch ein bisschen reden, werde da ein paar Worte noch zu sagen. Vorab, es gibt dazu schon einen eigenen Werkzeugcheck auf meinem Werkzeugcheck-Kanal. Da stelle ich euch die Maschine wirklich von A bis Z vor und gebe euch auch so ein paar Kniffe, die schon praktisch sind, wenn man sie bei der Maschine hat. Darüber werde ich gleich reden, aber ich werde ja noch zeigen, was ich in der letzten Woche gemacht habe. In der letzten Woche habe ich auch hier diese schöne Maschine wieder fit gemacht. Das ist eine Bandsägeblatt-Schärfmaschine. Ich will euch gar nicht so viel zeigen, weil ich euch in dem Projektvideo dann wirklich einiges dazu zeigen werde. Das wird es also bald geben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen alten Maschinen haltet und ob ihr es wirklich cool findet, wenn man solche alten Maschinen herrichtet. Denn da kann ich euch noch eine alte Maschine zeigen, die auf der Warteliste steht. Hier unter dem Filtervlies kann man sie schon erahnen. Das ist eine Hobelmesser-Schärfmaschine. Wie viele Zentimeter hatten die eigentlich? Ja, 70 Zentimeter, damit kann man Hobeleisen schärfen. Das wird bald noch quasi restauriert, damit ich die auch benutzen kann. Wie gesagt, das sind so ein paar Dinge, an denen ich im Moment noch so ein bisschen arbeite. Die Bandsägeblattschärfmaschine ist jetzt wieder einsatzbereit. Ich habe sie schön sauber gemacht, mal komplett demontiert. Läuft soweit wieder wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, es gibt ein eigenes Video und da werde ich dann auch ein Bandsägeband mit schärfen. Ich habe ja in der letzten Woche wirklich sehr, sehr viele Videos für meinen Werkzeugcheck-Kanal gedreht. Und da ist mir auch hier dieser Hobel vor die Kamera gekommen. Und da haben mich auf Instagram extrem viele Leute gefragt, wo ich den her habe oder wo ich den genau her habe. Das ist ja alles von Amazon. Und zwar ist hier das Erstaunliche, dass der nur 10 Euro kostet. Und ich zeige dir jetzt mal, wie der performt, denn das war wirklich erstaunlich in meinen Augen. Ich habe jetzt hier ein Stück Fichte. Zack. Und das funktioniert soweit echt ganz gut. Das Video dazu ist schon online, da zeige ich euch das Ding wirklich von A bis Z. Ich schleife auch das Hobeleisen, denn das war halt eben nicht scharf, als es aus der Verpackung rausgekommen ist, beziehungsweise nicht so scharf, dass man das Ding so gut wie jetzt benutzen könnte. Das Video ist schon online, das findest du auch in der Videobeschreibung. Mittlerweile sind auch echt viele Videos auf diesem Zweitkanal schon online und das war auch so ein bisschen mein Ziel, eine Galerie zu schaffen, auf der man dann quasi im Überblick immer ein eigenes Produkt sieht und dazu halt direkt ein Video findet, was halt eben für einen eventuell interessant und halt eben auch passend ist. Im Moment ist da wirklich fast nur Werkzeug drauf und mir ist es auch persönlich zugute gekommen, weil mein Vater hatte vor kurzem Geburtstag. Und da habe ich ihm einen Körner, also so einen automatischen Körner, den ich vorgestellt habe, ihm gekauft und ihm halt eben geschenkt und noch so ein Endgrad-Set. Und das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter. Es ist ja auch bald Weihnachten. Wenn man zum Beispiel ein Enkelkind hat, was auch ein bisschen in der Werkstatt unterwegs ist, hat man da halt eben jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen zu schauen, okay, ich will jetzt zum Beispiel 30, 40 Euro ausgeben, welche zwei, drei Dinge könnte ich eventuell von dem Geld kaufen. Dann hat man direkt so eine kleine Übersicht und kann halt eben schön aussuchen. Weil ich habe bei meinen Thumbnails auch alles so gemacht, dass man auf jedem Thumbnail sieht, was das auch eben kostet. Da muss man nicht erst auf das Video klicken, um zu sehen, was halt eben dieses Teil kostet. Als ich hier diese Werkzeugwand gebaut habe, habe ich euch in dem Video gefragt, was ihr hier in diesem Ausschnitt machen würdet. Und da habe ich zwei coole Nachrichten bekommen. Ich muss einmal gerade spicken. Und zwar war es einmal der Kommentar, mach doch eine drehbare Werkzeugwand rein. Es ist echt cool, also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Es wäre witzig, wenn man da wie in so einem James Bond Film die Werkzeugwand einfach drehen könnte. Ist mir aber ein bisschen zu aufwendig, weil ich da schon eine Werkzeugwand habe und dann müsste ich hinten dran immer alles freistehen lassen. Deswegen wird das nicht hinkommen, aber wirklich eine gute Idee. Genau. Und ansonsten habe ich mittlerweile herausgefunden, was ich hier in dieses Loch machen werde. Und zwar werde ich hier in dieses Loch erstmal nichts machen. Der Grundgedanke war ja, dass ich das hier abtrenne, damit die Funken nicht hier in den Holzbereich fliegen können, damit halt auch so ein bisschen Brandschutz gegeben ist. Ich wollte eigentlich eine Holzplatte quasi runtergebrochen davor machen, mit halt irgendeinem brandschutzbeständigen Material davor, Rigips oder was ähnliches. Aber ich benutze das hier mittlerweile tatsächlich auch schon immer so ein bisschen als Durchgang. Und das will ich mir auch so ein bisschen frei behalten, weil öfters muss ich, wenn ich was in der Metallbude mache, auch immer mal hierher, um irgendwas an Werkzeug zu nehmen. Was das Thema Brandschutz weiterhin angeht, ist es halt so, ich habe gemerkt, wenn ich etwas zum Beispiel mit der Fächerscheibe schleife, dann kommen die Funken wirklich nicht so weit bis hierhin. Ich weiß, es gibt immer so ein paar Ausreißer, die können, glaube ich, bis 10 Meter weit fliegen.
Aber das hier ist zwar eine Metallbude, aber ich arbeite hier nicht nonstop jeden Tag, den ganzen Tag drin. Das ist eigentlich die Ausnahme, weil normalerweise arbeite ich ja mit Holz. Wenn ich merke, dass hier Funken rüberfliegen, oh Mann, ey, es kommen schon wieder die ganzen Moralaposteln, die Funke sieht man aber nicht und. Erstens, Mann, jetzt verquassel ich mich schon wieder. Nochmal runtergebrochen. Selbst wenn hier mega viele Funken hinfliegen, deswegen habe ich hier auf dem Boden gar nichts liegen, was eben brennen kann. Der ganze Boden ist frei, die ganzen Ecken sind frei, dort sind keine hölzernen Teile irgendwie auf dem Boden verschraubt. Hier ist minimal Staub noch, weil hier überall Kabel liegen, kehre ich im Moment nicht so oft, muss ich gestehen. Aber deswegen kommt hier erstmal nichts rein, eventuell kommt da irgendwann eine Plane rein, die ich dann vorziehen kann. Aber so viel mache ich da in der Metallbude nicht, dass da irgendein Risiko besteht. Die Metallbude. Es kommt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut rüber, aber das ist auch schon eine gewisse Strecke von quasi dem Arbeitsplatz, wo ich dann mit der Flex arbeite, bis hierhin. Und deswegen stellt das in meinen Augen überhaupt kein Problem dar. Dann haben wir am Samstag letzte Woche, haben wir da am Boden noch die Rampen befestigt. Das sind solche Schwerlastrampen, die halten echt, glaube ich, einen Stapler. Also für einen Stapler waren die vorher gemacht. Die halten super, super viel aus. Und jetzt haben wir sie mal auf dem Boden noch befestigt, haben hier quasi die Ecke so ein bisschen angepasst, dass hier besser mit dem Hochhubwagen und Stab oder mit dem Palettenwagen drüber gefahren werden kann. Und jetzt habe ich hier einen schönen Zugang in meine Werkstatt, wenn ich dann auch was Schwereres mal mit dem Palettenwagen hier rein und raus fahre. Das ist aber nicht die einzige Rampe. Hinten steht noch eine neue Rampe und die sieht auch echt cool aus. Hier seht ihr noch mal so ein bisschen den Boden. Da haben wir, wie gesagt, den Beton eingefüllt, damit wir hier eine schönere Schräge haben, wenn wir mit dem Palettenwagen drüber fahren. Hier seht ihr noch eine Rampe. Die liegt jetzt seit heute Morgen tatsächlich hier. Hier muss auch noch mit Beton aufgefüllt werden. Und das ist halt eben die Rampe, damit man auch mit dem Palettenwagen hier gut reinfahren kann. Jetzt könnt ihr sie noch mal besser sehen. Ansonsten habe ich in der letzten Woche echt nicht so viel tatsächlich hier in der Werkstatt gemacht, also nicht so viel, was man vor der Kamera zeigen kann. Das letztgrößere oder das größte Projekt jetzt vor 2 Wochen war halt, wie gesagt, immer noch der Schiebetisch. Und ich merke immer, wenn so ein Riesenprojekt vorbei ist, dann ist die Woche danach immer so ein bisschen ruhiger. In der letzten Woche habe ich, wie gesagt, die Schärfmaschinen wieder hergerichtet. Das war so das Größte. Ich packe euch aber noch mal oben rechts einen Link ins Video. Da könnt ihr euch die Neuigkeiten anschauen, wo ich euch hier den Schiebetisch zeige. Das Bauvideo ist noch nicht online, aber da zeige ich euch als mal hier dieses Teil quasi in einer Nahaufnahme schon. Wie gesagt, super, super cooles Teil. Habe jetzt schon einiges mit geschnitten und es funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Und ich bin echt happy mit diesem Schiebetisch. Geiles Teil. Und jetzt gehen wir ganz kurz hier auf diese Drechselbank ein. Ich habe mal so, wie gesagt, gekauft, weil ich so halt für meinen Werkzeugcheck-Kanal vorstellen wollte. Wie gesagt, in der letzten Woche war wirklich sehr, sehr viel für einen Zweitkanal. Mega, mega coole Drechselbank. Das Video dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und sie ist immer noch genauso gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, die findest du so gut. Aber hey, mich fragen so viele Leute, was für eine Drechselbank würdest du mir empfehlen? Und das ist ganz genau die Drechselbank, wenn ihr wirklich anfangen möchtet zu drechseln, die für das Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Anfang wirklich, wirklich gut ist. Ihr habt jetzt hier zwar nicht so die Möglichkeit, so übelst große Schalen zu drechseln oder grundsätzlich gut Schalen drechseln zu können, weil ihr halt eine M18-Aufnahme habt, aber ihr könnt hier schon sehr, sehr gut mit Längsholz drechseln anfangen. Ihr habt auch echt schöne Größen, die ihr herstellen könnt. Ihr könnt einen Baseballschläger zum Beispiel drauf drechseln oder Kerzenständer, das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Ich war auch fast schon so ein bisschen wehleidig, als ich die Maschine heute in einem Video vorgestellt habe. Und das ist, wie gesagt, die Maschine, wenn ihr anfangen möchtet und wirklich, wirklich nicht viel Kohle habt für eine Maschine. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mir diese Maschine vor 8 Jahren oder wie lange es mittlerweile her ist, damals nicht gekauft hätte, dann wäre ich vielleicht jetzt wo ganz anders und würde jetzt was ganz, ganz anderes machen. Weil als ich hier mit angefangen habe zu drechseln, habe ich erstmal gemerkt, wie viel Spaß das alles macht und habe das immer weiter ausgebaut. Und wie gesagt, vielleicht würde ich jetzt kein YouTube mehr machen, wenn ich damals nicht mit der Drechselbank so viel gedrechselt hätte. Hier nochmal so ein kleiner Appell, wenn ihr vielleicht Kinder habt, die auch gerne schon in der Werkstatt unterwegs sind, dann wäre das vielleicht eine Überlegung wert, die Maschine denen zu Weihnachten zu schenken. Wie gesagt, das ist ja bald die Zeit wieder, wo es mit solchen Geschenken losgeht. Und könnt die dann halt eben auch vielleicht so ein bisschen mit dem Hobby Holzwerken infizieren, weil es halt eben ein geiles Hobby ist. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, hey, in der Zeit, wo du halt eben das machst, machst du halt eben nicht irgendeinen Scheiß oder so. Und da ist halt die Zeit viel, viel sinnvoller investiert, als wenn man, wie gesagt, irgendeinen Blödsinn macht. Und das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe immer fleißig hier an der Maschine gedrechselt.
Das soll es auch eigentlich schon mit dem Video für heute gewesen sein. Heute war es mal nicht so viel. Ich glaube, heute bin ich mal nicht über die 15 Minuten gekommen. In der vergangenen Woche gab es aber zwei Projektvideos auf meinem Kanal. Einmal da hinten das Projekt, wofür ich extrem viel Hate abbekommen habe, weil die Kabel ja so schlimm liegen und es ja Induktionsschleifen entstehen Das war ein Video auf meinem Kanal und dann habe ich noch das Video von meinem Plattenlager hochgeladen. Hier dieses Teil, darüber gab es auch ein Video. Da seht ihr auch noch mal so ein bisschen meinen Hochhubwagen in Aktion, wie ich den quasi dann so rumgedreht habe und so weiter und so fort. Die beiden Videos findet ihr oben rechts auch und auf meinem YouTube-Kanal natürlich. Schreibt mir wie gesagt gerne mal in die Kommentare, was ihr von solchen Projekten haltet, wenn ich eine Maschine herrichten würde. Denn hier, das ist ja eine Kombimaschine und Abrichten, die auch speziell älter sind, die gibt es meistens extrem günstig. Und deswegen würde ich gerne da so eine Abrichte vielleicht nochmal herrichten. Wird sich vielleicht auch anbieten, da könnte ich diese hier rein als Dickenhobelmaschine benutzen und die Abrichte halt rein als Abrichte. Wie gesagt, schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Auch kann ich euch eine kleine Preview geben vom Thema Absauganlage, wo ich derzeit so ein bisschen am Plan bin und was hoffentlich bald auch dann startet. Und zwar werde ich wahrscheinlich ein Absaugrohr hier an meiner zentralen Ecke quasi so bei den Maschinen hoch an die Decke legen und dann rüber an die Wand und dort dann die große Absauganlage installieren. Deswegen schreibt doch gerne mal alle eure Fragen, die ihr zu Absauganlagen habt, in die Kommentare. Gerade was so das Thema Leistung angeht, Rohrdurchmesser und allgemeine Dinge, die man vielleicht bei einer Installation von einer Absauganlage beachten sollte. Schreibt die gerne mal in die Kommentare auch. Wie gesagt, ich erwähne es super oft, aber ich brauche halt Futter quasi, damit ich es halt auch dann in dem Video so ein bisschen ansprechen kann. Das wird eventuell dann auch bald kommen. Und das soll es dann auch schon schlussendlich für die Neuigkeiten für heute gewesen sein. Wie gesagt, nicht so viel letzte Woche passiert, aber trotzdem ein paar coole Sachen. Und damit bin ich auch schon am Schluss mal im Video angekommen und wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag.